Ganz im Zeichen des steirischen Vulkanlandes stand der Bundesländertag im Freizeitzentrum Wiener Neudorf. Das hat ja schon Tradition, dass fremde Regionen hier in Wiener Neudorf ihren Auftritt haben. Ja, Bundesländertag nennen wir das seit vielen Jahren. Gibt es das in Wiener Neudorf? Wir haben es erst jetzt vor einigen Jahren wieder aufleben lassen. Hatten in der Vergangenheit schon das Burgenland und auch Oberösterreich hier bei uns zu Gast. Und jetzt mit der Steiermark natürlich das nächste größere Bundesland Österreichs bei uns hier. Und es ist auch ein gutes Zeichen einer Verbundenheit. Wir haben doch sehr viele Menschen, die zugezogen sind aus den unterschiedlichsten Bundesländern und Regionen. Und wir wollen hier an diesem Nachmittag so ein bisschen etwas aus der alten Heimat vermitteln, ein paar nette, gesellige Stunden gemeinsam verbringen. Das ist der Sinn dieser Veranstaltung. Wir sind von der Gemeinde Wiener Neudorf eingeladen worden, den Bundesländertag hier auszurichten. Und es freut uns besonders, dass heuer die Steiermark dran ist und wir mit dem steirischen Vulkanland, einer Heimat sozusagen von vielen Wiener Neudörfern, das hier ausrichten haben dürfen. Die Spezialitäten sind bekannt, wir genießen das alle. Und es ist sicher gut, wenn man so Regionen untereinander vermischt, damit die Leute auch merken, welche Spezialitäten, welche Urlaubsmöglichkeiten, Ausflugmöglichkeiten es gibt. Und es wird sicher eine tolle Kooperation. Ja, und vor allem die Schmankerln aus dem Vulkanland sind ja ganz hervorragend. Also der Wein heißt angeblich Eruptionswein. Das klingt ja schon vielversprechend. Der Schinken ist gerne, also ist so bekannt. Die hoffentlich genießen die Gäste die Spezialitäten. Die typischen Schmankerl aus dem steirischen Vulkanland sind ja sehr bekannt. Und der Bezirk wird ja heißen Neu, jetzt Südoststeiermark. Ist eine Fläche von über 100.000 Quadratkilometern. Mit 90.000 Einwohnern circa dieses neue Gebiet, das in der Steiermark jetzt gegründet wurde sozusagen. Wir grenzen an die slowenische Grenze, also Bad Radkersburg ist die südlichste Stadt. In der Monarchie waren wir das vergessene Land, nach dem Zweiten Weltkrieg waren wir das Grenzland. Und wir haben im Kopf einen mentalen Wandel vollzogen, sodass wir aus diesem armen Grenzland sozusagen eine neue, innovative Region, steirisches Vulkanland geworden sind. Und das präsentieren wir heute in Niederösterreich und wir sind sehr dankbar dafür. Wir sind jetzt schon gespannt, was wir noch alles erleben werden heute. Aber es wird sicher ein lustiger, vergnüglicher und schöner Nachmittag mit unseren Freunden aus der Steiermark. Ein wirklich bunter Nachmittag, wo man alles hat, von Musik, kulinarischer Verpflegung, gute Unterhaltung. Vielleicht ergeben sich daraus auch Kooperationen.